Ja Leute, was geht und damit herzlich willkommen zurück zu Hellspin! Freunde, wir sind zurück und als erstes möchte ich Danke sagen. Dankeschön an euch, an meine Community, an meine Freunde, an meine Familie, an meine Wegbegleiter über Jahre, dass ihr geilen Motherfucker keine 20.000 Likes da gelassen habt. Ich küsse eure Augen. Wir können gerne so weitermachen, ja? 50.000 Likes ist jetzt auch schwer, aber halt wenigstens nicht 20. Vor allen Dingen, die haben auf beiden Folgen genau irgendwie 17.000 Likes da gelassen. Ja, so richtig schön. So 17.800 habe ich gesehen, so knapp an den 20.000 vorbei. Lecker, ne? Ich meine, der Rullet steht halt trotzdem viermal drauf. Muss halt. Wann ist es eigentlich passiert, dass wir schon wieder so viel discarded haben, mehr wie du? Ich hab letztens wieder die Aufschlüsselung da gesehen, das ist wieder krank, ne? Wir haben ja schon knapp 5 Millionen plus die 1,5 oder so. So krank, wann ist das wieder passiert? 5 Millionen! Ja, ich weiß es nicht, Freunde. Es ist halt die Qualität, die setzt sich am Ende des Tages durch, würde ich sagen. Also übrigens, ne, Boys and Girls, wenn ihr das seht, Winterjob von Trust No One ist online. Können wir mal reinschauen, gibt's noch ein paar schöne Sachen, seht ihr hier. Und die Rückrunde des Rückspiels gibt's natürlich wie immer bei den Teasies. Ich würde sagen, wir gehen rein. Ja. Die Centurion. Zählt plus eins und ich bin einfach froh, hier in eine Aufnahme zu gehen, wo nicht fünfmal Rullet auf dem Rad steht. Digga, es ist ehrlich, da kann ich voll leben. Das sieht trotzdem ekelhaft aus. Ja, es ist natürlich wahr. So, ich muss jetzt erstmal hier gucken. Was macht man hier? Das alles als Icons, als Centurion. Ja, die da oder die hier halt. Es könnte auch wieder so eine Icon-Formation sein, aber. Zu der kann ich noch kein Urteil treffen. An die habe ich mich nicht mehr rangewagt. Ich auch nicht. Was haben wir die hier einfach mitnehmen? Ich hab das immer gut aufgestellt mit, oder? Ja, kam da immer ein Gut vorbeigeflogen. Komm, wir nehmen sie mit. Wir entscheiden uns dafür. Ist aber gut. Ist eine schöne Auswahl. Wir sind ziemlich flexibel, ne? Wir können. Sollen wir den hier mitnehmen? Oder? Könnten halt ja. Ich weiß nicht, ich denke vielleicht entweder sogar mit der Premier League oder mit dem würde ich, glaube ich, gehen. Also ich glaube halt, Flügel sind wichtig, ne? Ich glaube halt eher mit... Es gibt halt schon Centurions. Aber ich habe Angst, dass halt auf Elf noch was kommt, weißt du? Es kann aber noch kommen. Boah, viel, ne? Rashford, eigentlich nur, ja, ich wäre gut, er kann aber auch im Sturm, könnte er ja auch. Könnte auch nochmal auftauchen, ne? Das ist. Wir nehmen den mit, nice. Flügelformation. Ja, oder den hier eigentlich, aber eigentlich, Digga, auch ein 90er, ne? Ja, aber da kannst du ja einen Erling aus der Premier League mitnehmen. Ja, aber da ist halt die Nation so schwierig. Aber kannst halt die Premier League durchboxen, aber entscheid dich. Ich mach mal Serie, ja. Digga, wie komm ich eigentlich auf den Stürmer? Digga! Erling könnte so brechen, so? Wir hängen immer noch da, was machen wir, was machen wir? Das ist deine Folge. Nimm Mbappé mit. Was? Ich nehme Mbappé mit. Das ist der größte Much, Digga, den ich seit langem gesehen habe. Warum Mbappé? 91er, ich will es versuchen. Erling, okay, krass. Ich will es versuchen. Krass. Nimm mal den hier mit. Ich will es versuchen. Das sind ja alle scheiße. Perfekt. Die sind ja alle scheiße. Könnte man den eigentlich schon einpacken hier. Serie A. Bringt ja auch nichts. Den hier ein. Boah. Ich krieg die durch, keine Angst. Alle Serie A-Vereine drin, bei Gott. Richtig. Wirklich. Aber der. Ich hab's ja alle. Der gibt einen Punkt, ne? Der gibt einen Punkt, das ist korrekt. Aber der hier macht halt alles durch. Der bringt halt Brot nach Hause. Das ist jetzt die Entscheidung wieder. Den dann halt auch noch durchzukriegen. Nee, ich finde, der muss den mitnehmen. Dann wird uns so viel. Der muss. Ich glaube halt. Kann man nicht liegen lassen. Das ist einfacher. Kann man nicht liegen lassen. Tut mir leid, aber der muss. Könnte man eigentlich dann schon ihn hier mitnehmen, ne? Oh, Lazio. Ja. Nee, ist auch gut. Der ist viel wichtiger. Der ist viel, viel wichtiger. Digga, das sind immer so ekelhafte Entscheidungen, die man hier treffen muss. Real Madrid. Mittelfeldler Franzose, war ich auch noch dran. Ja. Die Evada. Könnten wir halt auch, das wäre eine andere Liga. Aber wir testen dann. Ich nehme mit. Französische Nationalmannschaft ist auch okay. Wow. Digga, das ist ganz perfekt. Das ist ja perfekt. Wow. Das war so gut, ne? Das war. Am Ende des Tages ihn vorne mitgenommen zu haben. Sie wäre halt auch schon durch oder wir gehen ich halt. Ich habe gerade meine Richtung. Erste Icon in EAFC 24 bekommen im Draft. Eigentlich müssen wir da rein, ne? Hä, wie geil! Flügel. Digga, wie cool ist es, ein Hellspin Discard, wo du nur Icon mitnehmen kannst? So krass, das tue ich, ne? Das erste war seit anderthalb Jahren, das fühlt sich so gut an. Du nimmst eine Icon mit, die macht teamie-mäßig Sinn. Hä, wie so geil! Ja, stimmt, ihn einfach. Oder ihn. Noch eine! Scheiße. Shit, das ist nicht gut. Jetzt nimmt man mit, ihn hier einfach, komm. Oder ändert ja nichts. Nee, wird nichts ändern. Ja, zwei Icons, das gefällt mir gerne da drüben. Digga, wie gecheatet ist das denn? Was macht man jetzt hier? Entweder der. Schon gecheatet. Oder der. Flügel gefällt mir halt nicht. Das mal. Guck mal, vielleicht hier. Ja, wir haben auch noch Romero.
Ich brauch den ZM. Ich glaube eher hier rein, da, ne? Da fällt nur noch ein Torwart, ja, aber alle wird nicht durch. Mhm. So, mal gleich mal gucken, die Mitte. Ja, Mann, dann da. Könnt's jetzt, ne? Ja. Ja, zieh mal durch. Was haben wir hier okay, noch? Okay, wir bauen auch gut. 31 gibt es. Ja, Spanien. Aber er macht alles. Geht. Aber nimm lieber ihn mit, oder? Ja. So, komm, bitte Bank. Bitte, bitte, bitte Bank. Gönn jetzt noch hier was. Frankowski, was kann der? Nix, was ein Zweiter hilft. Nix. Beste mit. Beste mit. Oh, beste mit, ja, perfekt. Perfekt, perfekt, perfekt. Könnt halt zur Not den, der kann auch IV, oder? Ja. LF. Könnte ich den schon rausnehmen. Schon Kongo auch, ne? Ja, der kann halt nur ST, aber ne? Dann, aber könnte man auch... Oh, das wäre aber auch nicht verkehrt. Da könnte man Mbappé dann auf den Flügel setzen. Ja, ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Machen wir das. Gehen wir hier hin. Und machen den dann darüber. Der ist wichtig. Das ist auch gut. Der ist wichtig. Das ist auch gut. Wie sieht's denn jetzt? Wer klemmt überhaupt? Ja, die mit... Ist theoretisch... Er IV. Muss weg. EV oder halt in der Mitte jemand anderes, ne? Dass man noch eine Premier League und dann langt es ja auch nicht. Er muss weg und dann in die Premier League rein. Gut, ansonsten hier haben wir nichts, ne? Nee. Mhm. Hier kann ich, was haben wir an 77? Ist der Beste. Eieieiei. Wow. Oh, Alter, ist das stabil? Ist das stabil? Jetzt fehlst du noch hinten. Hab ich gerade meine dritte Icon gerichtet? Was ist das? Alter, was? Franzose IV ist aber auch gut. Die sind durch dann nämlich. Ja. Er macht den ja sogar fast voll. Ja. Ja, so ist perfekt, ne? Ist das vorne, aber nicht noch ein anderer? Wie meinst du? Ach, Digga. Digga, das ist geisteskrank. Rein mit, ne? Ja. Und dann kann er nicht stellen. Verliere. Wenn ich ihn reinmache, was geht denn dann rutschen? Thiago, ein Brasilianer. Kann man klar mal gucken, ne? Wir werden ja voll. Digga, bei uns aber auch krank, ne? Sag ich dir auch ehrlich. Ach du Scheiße. Ein. Ja, rein. Ein Premier League. Jetzt müssen wir es aber anders da bauen. Ja. Jetzt müssen wir eigentlich so, so. Es ist nur der hier. Es ist nur der rechte Außenverteidiger. England. Ah, ja. Es ist nur der rechte Außenverteidiger. Ja. Ist perfekt. Und in der Mitte kommen jetzt keiner leider mehr noch da. Habe ich einen Inter-Spieler? Auch. Ja, gut, es ist ein Mensch, das ist egal. Digga, das war alles. Ich hab doch. Also, ich sag's dir ganz ehrlich. Afratesi. Ist egal. Ist egal. Es muss lang. Ja, das ist wirklich krass, was hier passiert. Beste mit. Was ist denn, wenn ich den rausnehme und Fratesi reinstelle? Dann habe ich den. Die Aufstellung war so, ne? Torwart weghau. Die ist wirklich gut. Wenn ich den Torwart weghau, sollte es eigentlich. Ach, ich habe sogar schon einen Interspieler. Ach so, lol. Krank. Okay, nice. Sie kann leider nichts, aber nimm sie trotzdem einfach. Perfekt. Mit. Achso, ja. Gut. Vergessen, dass der auch bei Inter spielt. Never mind. Ja, das muss gereicht haben. Alles entspannt. Alles locker. Alles easy. Seid ihr euch so sicher? Ich bin mir nicht so sicher, ehrlicherweise. Bro, also was wir hier gekriegt haben, ist wirklich... Also, Bro. Hey, jetzt bin ich mir unsicher. Ich meinst es auch was gut. Könnte man da noch... Wir haben halt auf RF, mal da noch irgendwie... Aber wir haben ja nicht... Also den schade, dass der nichts anderes kann, ne? Ich kann nicht mit drei Icons verlieren, das geht nicht. Schade, dass der nichts anderes kann. Nee, geht nicht. Nö, müssen wir so durch. Das ist schon... Sag mal die drei Namen von deinen Icons. Eusebio, Beckham, Hierro. Bei uns Eusebio, Ribéry, Sava. Ja, und ihr muscht da die ganze Zeit rum und sagt, er kann ja drei Icons bekommen. Welche Formation hast du? 5-2-2-1. Wir haben 3-4-3 genommen. Wir sind auch schon durch, ne? Ja. Das kam auch selten vor, dass wir so früh fertig sind. Ich bin auch durch, yeah. Ja, dann holen wir Manager ab, oder? Ja. Holen wir ab. Also, komm, das... Wer gefällt... hier, oder? Da ist es. Malam Gui. Okay. Also, das muss gelangt haben. Also, es kann auch sein, dass ihr ein bisschen... Ich sag's ganz offen ehrlich, wir haben nur 119. Okay. Und wie viele Extra-Punkte? 3. Oh ja, okay. Okay, Bro. Du? Okay, dein Schwanz ist riesig lang und breit. Du? Was soll ich tun, Digga? 118 und 2 hat mich schon cool gefühlt. Okay, wir haben 119 Digga. Und 2 Extra-Punkte. Okay. 119 Digga, und 2. Mach direkt einen Draft-Rekord hier, okay? Digga, chill, krank. Bro. Das ist wirklich Rekord. Also, Junge, vor alle Dinge, ich hatte so Schiss, weil am Anfang bei unseren Captains war Mbappé zur Auswahl, Vinicius und einen Haaland. Und ich habe mich für Mbappé entschieden und es war am Ende goldrichtig, wirklich goldrichtig. Er hat die französische Nationalmannschaft gebaut. Plus Rashford und wie heißt die von Paris?
Gajoro oder sowas. Wie heißt sie? Gejoro. Gejoro von Paris noch. Zwei Centurions drin. Ja gut, wir können ins Rad gehen, oder? Digga, es tut ja gerade richtig weh. Ich war so felsenfest davon überzeugt, dass ich das gewinne. Mit ich drei sag, Icons. Nach hinten raus ist unseren auch nochmal Geistgang gekommen. Deswegen haben wir so die ganze Zeit rumgehört. Was ist das? Ich gehe per Liebe ans Rad. Oh, bitte. Raus für immer, es ist ein Switch. Ja! Oh! Ich danke dir, lieber Jens. Drehverbot. Drehverbot. Ich hab Drehverbot. Ich spreche es für dich jetzt aus, dass es Chat, ich hab jetzt. Du hast deine Strafe abgesessen. Ich hab Drehverbot, Chat. Ich bin offiziell raus, was Drehen angeht. Raus, wirklich raus. Fuck! Digga, das ist so hart! Ich dachte, da schallert ein Roulette rein. Es ist so ungerecht! Ich dachte, es schallert ein Roulette rein. Oh. Huh. Okay, meine Damen und Herren, ich stehe hier. Das ist so ungerecht. Am Rad der Hölle. Das ist so krank. Es ist das Hellspin des Kartrad. Oh. Oh. Ich darf endlich wieder dran drehen. Okay, mit Schmackes. Boah. Ah, nein! Nein! Oh. Ist ein Switch? Nee. Es ist der günstigste. Es ist Tomori. Ein klein Pimmel vom Rolle. Es ist trotzdem zu viel, deswegen. Es ist trotzdem zu viel, deswegen. Das ist zu viel. Es ist einfach ein Schlag ins Gesicht. Kommst du so an den Spieler dran wegen dem Packs? Ja, das sind ja keine Picks. Also ich habe irgendwie gewonnen und trotzdem verloren. Nee, du hast komplett gewonnen, Digga. Du hast im Draft verloren und wir haben mit so einem Geisteskrank getraft und das ist zu viel. Komm, sag an. 5. Ja, perfekt, Digga. Und es ist wieder einer für 500.000. 467.000. Ja, okay, das ist gut. Das ist 100k. Das ist nochmal 100k obendrauf. Das ist einer für die Liste. Für die Liste, die mit, für die Leute, die mitschreiben. DC Schubech, Folge 4. Tomori, 470. Ja, hat was verkauft und da geht gerade das Ding drauf, ne? Also, ich. Guck mal. Ich gehe in jedes Hellspin rein und steck mir Hauptsache nicht verlieren. Und eigentlich darfst du keine Ansprüche stellen. Vor allem, wenn du das mit dem Switch machst. Aber wenn du dann an diesem Rad stehst und da viermal Rolle draufsteht, dann willst du nicht auf den Tomori drehen. Bro, wenn du so einen Schwarz baust und dann auf einen Switch drehst, dann ist es ein Schlag in dein Gesicht. Habt ihr jetzt mittlerweile eigentlich mal ein neues Rad? Steht hinten. Ja, aber das dreht sich, wenn man. Ich konnte es halt die letzte Zeit mit meiner Kralle auch nicht richtig drehen. Das war vielleicht auch gut. Kaum kann es wieder richtig drehen, passiert die Scheiße. Ich sag's dir so, wie es ist. Das ist. Bei euch sind das andere Probleme. Das hat wenig mit FIFA und Draftbauen zu tun. Das ist vielleicht auch so eine mentale Blockade, die ihr habt. Ja, das ist mental. Das ist mentaler Bruch, Digga. Vielleicht auch, weil er einfach klein ist. Kann auch sein. Klitze, klitze, klein. Ja, Kurzschwanzträger, ich kenne das Problem. Weil er einfach klitze, klein ist. Habt ihr den schon drin? Nee, ich krieg hier keinen. Scheiße, Digga. Also, du bist also. Muss ich jetzt auch noch die SBCs machen, oder was? Ja, geht gar nichts mehr. Der muss doch reichen. Guck dir das mal an, wie ich hier gescampt werde! Ja, langt's doch. Ja, ist weg. Lass mich alle in Ruhe. Ja, ist raus, Broski. Ist weg. Du kannst abmoderieren. Ja, gelaufen. Meine Damen und Herren, diese Woche ist für mich mit einem Wespenstich auf dem Mittelfinger gestartet. Ihr seht es vielleicht hier. Und den halte ich jetzt ja auch rein. Meckern, den musst du aber zensieren, sonst wird das Video gelb. Aber ich möchte ja trotzdem hier Geld verdienen. Ne? Lasst ein Like. Ah, nee! lass kein Like da. Selbst wenn Discord. Wir sehen uns bei den Teasy und Schubert-Jungs. Tschüss.